Bin mal gespannt, ob Bishak die Stelle zum Rauskommen meint, die wir schon gesehen haben. Diese eine Schwachstelle. Zum Glück haben wir uns vorher gut umgeschaut, aber wird sowieso ein harter Weg, unsere Ausrüstung wiederzuholen, was ich auf jeden Fall vorhabe. Ohne die gehen wir hier nicht raus. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Also schön, hauen wir ab. Binde mich los. Heinrich? Das wollte ich hören. Aber erst schwörst du, dass du Herrn Ratzig von meiner Hilfe erzählst und mich bezahlst. Finger überkreuzen. Du hast mein Wort. Wie sieht der Plan aus? Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Ich weiß, wie man von hier verduften kann. Unten im Lager, beim Abhang über der Sasau, ist eine Stelle, an der sie die ganze Scheiße über die Palisade schmeißen. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Wir müssen bloß über die Palisade springen und haben eine weiche Landung. Dann sind wir frei. Frei und voll mit Scheiße. Und das ist alles? Nun, zuerst müssen wir es bis dorthin schaffen. Keiner darf uns sehen. Ich soll dich im Auge behalten und du, tja, sollst im Auge behalten werden. Wir müssen unbemerkt bleiben und uns vor neugierigen Blicken hüten. Ich gehe zuerst. Vorm Schuppen sollte keiner sein. Wenn du draußen bist, geh links die Palisade entlang. Dort ist alles voller Klippen, also sieh zu, dass du dich nicht umbringst. Ich warte nicht weit vom Lager entfernt auf dich. Beim abgestorbenen Baum zwischen dem Weg und dem Bach. Viel Glück. Und weg ist er. Aber wo ist die Sasa genau? Wir dürften uns ja jetzt mit unserer Fähigkeit langsam heilen. Kann ich von Jenda was holen? Das wäre Trickserei. Das Pferd ist gesperrt, wäre auch zu schön gewesen. Zum Glück geht das nicht. Eieiei. Das wird was. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ein Rad vielleicht? Zum Glück können wir Meucheln morden, wenn ich mal einen Dolch bekomme. Das könnte uns vielleicht noch hilfreich sein. Kann das sein, dass der Lebensanbalken, die Fertigkeit, dass wir uns heilen, jetzt hierfür gesperrt ist, weil das sonst zu einfach wäre? Ich erkenne gerade keine Besserung, wobei Heinrich atmet ja auch immer so leicht, er wackelt immer leicht rum, da kann ich schlecht was erkennen. Also wenn am Ende der Folge der Balken voll ist, dann wissen wir Bescheid. So, ist das die Ecke, die ich meine? Ja, das ist die. Das ist genau die Ecke, da wo das Loch ist, diese Schwachstelle. Der Kackhaufen. Die Ausrüstung ist bei Eric, haben sie gesagt. Kommt schon. Eieieiei. Ah, ich brauche meine Steppjacke. Mist, hätte ich die mal mit dabei gehabt. Ich glaube, solange wir hier drin sind, ist unser Pferd halt gesperrt, weil es halt unlogisch wäre, wenn man von hier auf das Pferd da draußen zugreifen könnte. Und ich gehe immer schon an das Pferd ran, wenn ich was holen will, oder wollte ich immer. Hallo? Retterschnaps gibt's eh nicht, wenn wir... Nein, ich wollte es mal von der anderen Seite aus. Wenn wir sterben, müssen wir halt nochmal von hier aus ran. Da ist schon jemand. Hey, hey. Oh Gott, es geht schon los. Ich gehe wieder rein. Ich sollte mich wieder so tun, als wäre ich geknebelt. Ah, hätte ich die Tür mal nicht wieder zumachen wollen. Aber wenn die Tür offen steht, ist das doch viel zu auffällig. Das kriegt eher jemand mit. Kommt doch eher jemand mit. Steht die Tür offen, kann man annehmen. Der ist raus. Ich glaube, der Balken, der füllt sich. Aber wenn die zu ist, muss erst jemand reingucken und nachgucken, ob der Typ da drin weg ist. Was machen wir denn gerade so an Geräuschen? 0. Sichtbar 50, weil viel zu hell gekleidet. Nee, die Ausrüstung muss mit. Wir würden halt beim Kampf mit dem Kram kämpfen müssen, den wir bisher so gesammelt haben. Ja, ich glaube, die Anzeige füllt sich, die ist schon erheblich voller. Ich muss das Ding doch zumachen. Ach, deswegen benutzen. Hier konnte ich vorher nicht rein und da... Okay, jetzt verstehe ich's.
Ich lasse die Tür doch mal offen. Hoffentlich hockt er nicht hier drin. Schloss knacken ja wieder, ich hab nix. Oh Gott, wir müssen uns erst Dietriche suchen. Ach du Kacke. Dann ist da aber niemand drin. Zum Glück ist das Knacken da nicht sehr schwierig. Jetzt verstehe ich auch, warum so viele offene Truhen hier sind. Ritterschnaps, damit kann man auch mal... das war so laut. Auch mal zwischenspeichern. Ja, die Anzeige unten füllt sich ganz klar. Ich könnte den Ringeblumenaufguss benutzen. Die Questgegenstände sind auch hier. Die ganzen Schlüssel sind jetzt auf einmal da. Noch die Würfel. Nur der sonderbare Würfel. Nicht der verpönte. Stimmt, der sonderbare war's. Ich habe ja vor mir eintreten der verpönte Würfel gesagt. Retterschnaps, Ringelblumenaufguss. Pilze, Trank des Nachtfalken. Noch nicht. Vielleicht ist es mit den Fackeln teilweise etwas zu hell. Ich muss irgendwo einen Dietrich herbekommen. Jetzt verstehe ich auch, warum hier oben so wenig los ist, weil man sich hier rausschleichen muss. Wäre hier alles voll mit Leuten, wäre das umso schwieriger. Hier oben war jemand. Der ist da auch immer noch. Dann war das wohl der, der gesagt hat, hey, was ist da los? Hey, wer ist da? Ach du Kacke. Es geht schief. Ja, die Anzeige füllt sich. Damit auch unsere Ausdauer. Ich brauche einen Dolch. So, das Licht ist weg aus der Tür. Jetzt sind wir mal darauf angewiesen, zu schleichen. Es klingt, als wäre einer rechts von uns. Oh, jetzt darf der Sound aber nicht spinnen. Ich glaube, der links tapst einfach von uns weg. Ja, eindeutig, die Anzeige füllt sich. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn ich da jetzt schon Dietrich gefunden hätte. Bei ihm wird es keine Truhe geben. Hätte ich mich mal noch genauer umgeschaut, wo es eine Truhe gab. Ah, Kacke. Meine Gebete wurden erhört. Schön. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Gut, dann gucke ich halt nicht. Was ist hier los? Toll. Jetzt rennen uns gleich alle hinterher. Ich gehe wieder hier rein. Ach du Kacke. Oh, so viele Fackeln, da geht das Spiel wieder in die Knie. Ja, wir könnten jetzt abdampfen, aber ich will meine Ausrüstung holen. Dann müssen wir es nochmal probieren. Schade, ihr wollt mich jetzt... Oh Gott, das sind viel zu viele mit Fackeln. Ist das scheiße. Das vierte Mal gestorben, wenn man es so will, aber ich betrachte das hier als einmal sterben. Fortfahren. Jetzt ist das Spiel zu Ende, jetzt müssen die Credits kommen, ich würde gucken. Gut, dann betrachte ich das vielleicht viel, dass sie oft sterben, einfach als einmal sterben. Mann. Ist mir an sich gar nicht so wichtig, wie oft ich sterbe. Hauptsache so wenig wie möglich. Aber gut. Ich lasse das Ding einfach mal offen. Pfeife mir gleich mal so einen Ringelblumenaufguss ein. Der hilft noch etwas mehr. Vielleicht sind wir auch laut. Sind wir lauter, wenn wir verletzt sind, weil wir halt nicht so gut beisammen sind? Nee. Charisma 6. Mann. Unsere Ausrüstung nicht. Was ist hier los? Ach du Kacke. Was haben wir denn da? Nein. Unterhaltung. Ich tippe zu.
er die nicht auf? Hehe. Na, lass die zu. Kann ich ihn umhauen? Mehr hast du nicht drauf? Ich mach dich tot. Das andere bleibt mir eh gerade nicht übrig. Vielleicht habe ich ja Glück und aua, er trifft mich. Aber er ist halt gerüstet, das ist so lebensmüde. Aber es bleibt mir gerade anderes übrig. Außer ihn zu bearbeiten und zu hoffen, dass er gleich einknickt. Solange keine weiteren Leute kommen. Der hat die Stimme von Bernhard. Oh Gott, da kommt der zweite. Nee, das wird nichts. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er steht hier drin. Ah, es hat mich umbringen lassen. Das kriege ich eh nicht mehr gebacken hier. Kommt. Was war denn das Grüne? Ach, Blätter. Die machen es aber spannend, oder? Ich könnte einfach rausrennen. Ich könnte ja mal... Mensch, jetzt macht's doch mal fertig. Ich könnte ja auch mal, wenn die mich entdeckt haben, zu allen Kisten rennen und mal gucken, wo ich einen Dietrich finde. Dann weiß ich gleich mal, wo ich hinrennen muss. Mann. Also da oben die erste Truhe zu bekommen, das ist jetzt nicht so schwierig. Aber alles weitere dann... Ich könnte direkt abdampfen, das ist... Die Ausrüstung holen ist nicht sonderlich schwieriger. Ich muss halt bloß einen Dietrich finden. Gut, da muss ich halt mehr durchsuchen, als ich... Ja, anders gar nicht machen würde. Aber ansonsten ist es der gleiche Weg mit Ausrüstung. Ich muss ja gar nicht zwingend rausschleichen, wobei es würde meine Heimlichkeit erhöhen. Aber wenn ich meine Ausrüstung habe, könnte ich zur Not einfach wegrennen. Ich weiß ja wohin. Und die wissen eh irgendwann, dass wir weg sind. Insofern. Aber mal schauen. Na komm schon. Ich pfeife mit den Ringelblumenaufguss wieder rein und wenn ich eben entdeckt werden sollte, habe ich mehr Leben, mehr Zeit, um mir die ganzen Truhen anzuschauen. Wie soll ich denn da vorbei? Ich kann ja nichts werfen. Pfeil und Bogen habe ich auch nicht zum Ablenken. Ging's da hinten lang? War hier noch eine Truhe? Hier war doch der Wagen drin, oder? Das wäre der Nachtfalke nicht verkehrt. Toll. Hier drin sehe ich nicht mehr, weil... Was war da? Sich schlafen legen? Das wär's ja. Was war denn hier gerade? Öffnen. Ein Dietrich, so einfach geht's. Ritterjagdschwert. Jetzt langsam wird's interessant. Gott, ist das hell. Ja, ja, Flamme halt. Sobald wir wirklich mal Licht abbekommen, haben wir ein Problem. Dann werden wir nämlich fast geblendet. Geht doch einfach als gedacht. Man muss sich halt bloß etwas mehr umschauen. Es wäre aber eigentlich besser, wenn die so spät wie möglich mitbekommen, dass wir hier abgedampft sind, weil desto mehr Zeit haben wir, um unsererseits was zu planen, denn wenn wir weg sind, werden die sofort alle Hebel in Bewegung setzen und selbst angreifen, weil die wissen ja dann, dass wir petzen. Wobei, am nächsten Tag soll ja sowieso irgendwas los sein. Kann es hier hell werden? Ich sollte mal die Uhr beobachten. Schon 3 Uhr. Ist der Typ immer noch hier oder blendet das bloße Kacke? Das ist bloß die Fackel, die da gegenüber hängt. Jetzt erkenne ich die dunklen Stellen gar nicht mehr so gut. Gott, ist das hell. Helllichter Tag. Sehr leicht. Wenn es knackt, haben wir ein Problem, weil das wird laut sein. Aber hey, das schaffen wir schon. Tür muss zu, wenn hier jemand langkommt, bitte mach keinen Lärm. Kurz. Oh Gott. Da ist unser Kram drin. Hoffentlich nicht zu kompliziert, bitte, bitte. Puh, jetzt muss es aber auch klappen. Wir haben nur ein paar Dietriche.
Ich hätte... Moment, speichern. Wozu habe ich die Retterschnäpse? Okay. So, wollen wir mal ran. Kurz, Moment, da unten ist der Punkt, nochmal kurz zum Auslockern. Okay, gehört hat's wohl niemand. Mist. Jetzt haben wir nichts mehr. Oh. Hätte man das nicht mal eher sagen können, unterm Weinfass versteckt. Hätte ich aber so nie gefunden, wenn da keine Einbindung gekommen wäre. Oh ja. Wie viele Groschen? Alle. Krass, dass er sich das nicht schon genommen hat, oder? Huch, das war aber laut. Hab ich da den Kopfhörer gerade so laut? Nö. Aufs Pferd kann ich nicht zugreifen. Dunkel anziehen. Der macht aber Lärm, das ist das Problem. Und der ist auffällig, obwohl der dunkel ist? Okay. Ich hätte meine Steppjacke immer dabei haben sollen, sage ich mir jetzt. Hätte ich das mal vorher gewusst. Naja, weiß ich bei den nächsten DLCs Bescheid. Gut, dann rüsten wir uns aus. Da sind wir zwar laut, aber hey. Wir dampfen ab und ja. Das war's. Aber ich schaue mich vorher nochmal hier ein klein wenig um. Ja, genau, wir sitzen uns auf dem Chefsessel. Irgendeine interessante Karte noch? Mitnehmen kann ich von hier aus nix. Hätte man da auch hinten reingekonnt? Soll ich es riskieren? Ich meine, was bleibt mir... Was habe ich groß zu verlieren? Ich kann wieder laden und dann... Oh, draußen ist, glaube ich, jemand. Da raschelt eine Rüstung. Ich habe jetzt erstens genug Dietrich. Wenn jemand reinkommt, dann... Ja. Dampfen wir ab. Jetzt klappt das hier, ey. Der Jagdbogen ist nicht besser. Rabenschnabel, keine Ahnung, ob der besser ist. Kuttenberger Kürass. Karierte rot-blaue Gugel. 200 Groschen, gewöhnlicher Pfeil, Strauch, Diebtrunk. Ach, stimmt ja. Die kann ich jetzt auch einsetzen. Schützentrunk, der ist neu. Ja, der Herr Istvan und seine Teppiche. Der kommt irgendwie aus den östlichen Ländern, aus der Türkei. Der sieht ja schon mit seinem Turban so aus, mit den Teppichen. Bestätigt sich das irgendwie? Draußen war eine Rüstung zu hören. Ich habe doch nichts angezogen. Also muss ja gerade jemand direkt vor der Tür stehen, schätze ich. Rausschleichen, das werde ich, glaube ich, nicht schaffen, oder? Der Weg ist nicht weit, aber wie soll ich da vorbeikommen? Ich müsste halt irgendwas werfen, vielleicht mit einem Pfeil wohin schießen. Aber ich kann hier keine Steine, keine Dosen werfen. Anderes Spiel. Bei Tomb Raider kannst du ja auch mit Fallen die Leute ablenken und wohin locken. Das wird hier auch gehen. Das haben wir eigentlich schon mal gemacht. Wenn auch unfreiwillig. Wenn ich die Rüstung anziehe, sind wir automatisch laut. Wenn wir im Kampf sind, kann ich keine Rüstung anziehen, außer ich kann mich gerade etwas davon stehlen. Ich glaube, ich ziehe die einfach an und laufe durch. Wobei, das passt irgendwie nicht zur heimlichen Flucht. Wer, jetzt steht jemand vor der Tür. Zumindest mal Pfeil und Bogen anlegen. Und auch das Schwert. Oder halt, ich kann doch erdolchen, fällt mir gerade ein. Ja, wozu habe ich denn die Meuchlerfähigkeit? Ich muss ihn halt bloß in die Ecke locken oder warten, bis er sich wieder bewegt. Oh, das ist eher was. Der Dolch, den kann man nicht direkt auswählen. Ich hoffe, das geht dann einfach, so wie ich mir das vorstelle. Einfach rangehen und dann Pieks machen. Ah, wir nehmen mal den Langstreckenpfeil. Ja, sogar den ganzen Stapel. Super.
Gut, dann sind wir an sich bereit, aber ich würde sagen, wir gehen das in der nächsten Folge an. Nächste Folge dann Flucht und hoffentlich auch erfolgreich. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.